Hi, ich bin Lena. Hi, ich bin Dela. Und wir gehören dieses Jahr zu den jungen Festival-Bloggerinnen. Und wir machen jetzt eine Filmbesprechung über den Film Nelly Rapp and The Secret of the Black Forest. Wir haben hier sogar noch ein Poster dazu hängen. In dem Film geht es um Nelly Rapp, die eine junge Monsteragentin ist und in den Winterferien zusammen mit ihrem Vater, der neuen Freundin vom Vater und dem Sohn von der Freundin. Neuen Freundin des Vaters zusammen zu ihrem Onkel, ihrer Tante fährt und dort den alten Arbeitsplatz ihrer Mutter findet, die verschwunden ist und dort etwas über den Spiegel findet, durch den sie tote Menschen kommunizieren kann. Genau. Wie fandest du den Film? Ich fand, es war ein sehr, sehr süßer Film auf jeden Fall. Es war sehr viel mit Familie und auch mit Freundschaft und auch Geschwister, wie die zueinander sein sollen. Und ja. Und du? Mir hat er auch richtig gut gefallen. Also es war ein richtig cooler Film. So, also es war alles sehr gut gemacht. Und ja, also mir hat er auch wirklich sehr gut gefallen. Also es ist ein super Film für Familie und auch so für Geschwister, wenn man immer so zu zweit gucken möchte oder, also es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Film. Ich fand die Location auch sehr schön, weil sie haben ja einen Outside-Dreh gemacht und ich fand, dann waren die Locations immer sehr schön gemacht mit so viel Magie und man hat sich da richtig drin gefühlt. Ja, besonders auch der Wald, es ging ja auch um diesen Black Forest und ich fand, der sah auch richtig mystisch aus und es war auch schon richtig cool gemacht. Ja, und ich fand auch die Monster, es war interessant wie die Monster, aber ich hätte gern mehr über die Monster erfahren, was die so sind und wie die so sind, weil man hat jetzt in dem Film fast nichts darüber erfahren, wie die Monster so sind, sondern sie waren halt einmal da, waren einmal böse und dann hat man nicht mehr über die erfahren und ich glaube, das hätte ich noch interessant gefunden. Ja, also ein bisschen mehr hätte man wirklich noch über die Monster machen können, aber was ich besonders cool fand, dass es, manchmal wurde es so gedreht, so aus dem Blickwinkel eines Monsters, obwohl da gar kein Monster war. Und das hat halt das auch ein bisschen gruselig gemacht und das fand ich auch irgendwie richtig cool. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Das hat die Spannung nochmal ansteigen lassen. Und ich fand es insgesamt war es ein sehr spannender Film. Also es war nicht zu langsam, so nur für kleine Kinder, sondern es war auch so, dass man sich auch selber ein bisschen, dass man sah, war auf jeden Fall sehr gespannt, was in dieses passiert. Ja, also es war auf jeden Fall richtig cool. Und nur, es ging ja auch ab und zu um Werwölfe. Ja. Aber die Werwölfe fand ich jetzt nicht besonders toll gemacht. Ja, die waren nicht so, das hat gar nicht in dieses Bild reingepasst. So alles war gut gemacht und sehr gut gemacht mit sehr guter Qualität. Und dann kamen die Werwölfe und die, finde ich, habe ich mehr erwartet. Also, ja, also ich auch. Also ich habe mir das so richtig, so die Werwölfe wirklich richtig gruselig vorgestellt. Aber, naja. Ja. Es war trotzdem ein richtig guter Film. Ich finde, das hat das wirklich ausgeglichen, aber... Ich finde vor allem auch, dass die Geschwister, die beiden, das hatte richtig, da hat, finde ich, richtig die Chemie gepasst. Ja, also zwischen den beiden war alles auch wirklich hammermäßig. Ja, da haben sie wirklich gutes Casting gemacht. Ja, wirklich. Das war unsere Filmkritik. Das war unsere Filmkritik über den Film Nelly Rapp, The Secrets of the Black Forest. Genau. Ciao.